Was bedeutet Allmann? Das Wort Allmann liegt gerade stark im Trend. Es gibt zahlreiche Videos und sogar Tracks, die sich damit befassen. Aber was bedeutet dieses Wort eigentlich genau? Allmann ist türkisch und bedeutet übersetzt einfach nur Deutscher. Die Mehrzahl ist Allmanns. In Deutschland wird das Wort allerdings verwendet, um besonders Deutsche zu bezeichnen. Diese erkennt man an typischen Klischees, wie Sandalen mit Socken, Spießigkeit oder Pünktlichkeit. Wenn Einwanderer sich an die deutschen Verhaltensweisen anpassen, spricht man von der Allmannisierung. Wenn Personen sich extrem deutsch verhalten, spricht man von Allmann-Entgegnern. Der Ausdruck ist scherzhaft abwertend gemeint, wobei er besonders in letzter Zeit einen positiven Beigeschmack bekommt. Die Entstehung. In vielen südlichen Ländern entspringt der Begriff für den Deutschen aus dem westgermanischen Volk der Alemannen. So heißen Deutsche in der Türkei Allmanns. Als dann Türken nach Deutschland einwanderten, benutzten sie diesen Begriff, um sich von den Deutschen abzugrenzen. Die typischen Deutschen waren Allmanns. Durch das Internet, besonders YouTube und Twitter, begann der Begriff dann zu dem zu werden, was er heute ist. Ich hoffe, ich konnte euch aufklären. Stimmt oben mal ab, ob ihr Allmanns seid. Und falls ihr mehr Begriffe kennenlernen wollt, schaut einfach mal in die Endkarte oder abonniert meinen Kanal. Würde mich sehr freuen. Ciao!